Hi zusammen, dies ist der im Juli 2018 vorgestellte Sophos Access Points der RPX 320. Die neue Access Point-Serie kommt mit einer neuen Verpackung und sieht so wesentlich hochwertiger aus. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem AP55 oder AP55C, bietet der RPX 320 eine doppelt so schnelle Maximal-Performance. Mit nur wenigen Geräten im Netzwerk wird man im Vergleich zum AP55 keinen Unterschied spüren, so zumindest unsere Tests. Mehr technische Details und den Preis findet ihr in unserem Shop, Link dazu in der Beschreibung. Strom bekommt der Access Point auch via PoE 802.3AF und benötigt 11,5 Watt. Anders als die zwei größeren Modelle braucht der RPX 320 kein PoE Plus. Dieses Gerät hat auch im Vergleich zu seinen zwei größeren Modellen keinen zusätzlichen Ethernet-Anschluss für ein weiteres Gerät. Verwaltet werden kann der RPX 320 bereits heute über Sophos Central Wireless oder ab November kommt die Firmware für die XG Firewall. Schlechte Nachrichten für alle User, welche noch auf das UTM-Betriebssystem setzen. RPX und Sophos UTM werden zusammen nie funktionieren. Die neue RPX-Serie wurde für die Decken- oder Wandmontage konzipiert und bietet so eine optimale Abdeckung für die Clients. Die Lizenz pro Access Point ist um die $75 im Jahr. Auf unserem Shop bekommt ihr jeweils den aktuellen und besten Preis. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ihr wisst nun, was ihr von einem RPX 320 erwarten könnt.